Hol dir's noch vom Bruder mit. Besonders geeignet für Großformat. Action, genau. Herzlich willkommen bei Homeworld Solution. Heute kommen wir zum Thema Fliesen. Ihr habt hier auf der Baustelle schon gesehen, wie wir abgedichtet haben und wie wir die Rinnen gemacht haben. Natürlich kommen noch viel, viel mehr Videos. Dazu gibt es extra eine Playlist für diese Baustelle. Da könnt ihr reingucken. Der Link ist wieder irgendwo hier in dem Bildschirm drin. Benni wird es euch schon nochmal zeigen. Wenn ihr jetzt dieses Video angucken wollt, geht bitte runter und abonniert uns. Und lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr sogar noch informiert werden wollt, dann aktiviert die Glocke, dann kriegt ihr eine Nachricht, wenn von uns ein neues Video da ist. Ich habe jetzt hier schon ein, zwei Fliesen reingelegt, damit ich schon mal ein bisschen vorher gucken konnte, wie legen wir was rein. Wie das Bad im Ganzen aussehen soll, blendet euch Benni jetzt ein. Und so könnt ihr das zum Beispiel in jedem beliebigen Fliesenstudio euch zeigen lassen, projizieren lassen. Wir haben von Porzellanosa, so würde ich es aussprechen. Pass mal, ganz einfach. Das machen wir mal ganz einfach. Wir haben hier einen ehemaligen Fliesenfachverkäufer stehen. Und Benni erklärt uns jetzt mal, was das für Fliesen sind, wo die herkommen. Also, ich bin jetzt Kameramann. Wir haben hier Fliesen von Porzellanosa. Das ist ein sehr hochwertiger Hersteller. Im Format 60x60 wird hier auf den Boden verlegt. Rektifizierte Kante, das heißt, die Kanten sind angeschliffen. Das heißt, damit kann auch der Daniel eine sehr schmale Fuge verlegen. Ich weiß nicht, wie viele Millimeter geplant sind. Laut DIN eigentlich müssten es 5 sein, aber du darfst hier 3 mm verlegen, richtig? So, wir haben einen hochwertigen Hersteller, das heißt, das Dekor an sich, die Oberfläche, wiederholt sich sehr selten. Was wir aber schon gesehen haben in Flächenbildern, dass es Farbabweichungen in der Oberfläche gibt, aber das ist gewollt. Achso, ja, die legen natürlich extrem Wert auf Maßigkeit und das wird euch dann aber der Daniel besser beurteilen können, weil er verlegt sie ja. Das heißt, rein theoretisch sollte dieser Bogen, den die Fliesen immer machen, fast nicht da sein und sehr, sehr minimal. Das kontrolliere ich ganz genau. 60x60, aber was steht denn dahinter? Ja, da gibt es auch ein 120x120, das ist dann das kleinste Format, was wir haben. Nee, das ist dann Großformat und ja, das kommt ja hier an die Wand, im Badezimmer. Also eine Fliese dahin. Ihr fragt euch bestimmt, wie geht eine Fliese 120x120 hin? Das kriegt er schon hin. Kriegt er das hin? Willst nicht. Ja, das Problem ist ja auch, die riesen Platten, die schaffst du nicht mal alleine. Du kannst zwar so eine Platte alleine reintragen, also sobald du hinten noch Kleber aufgezogen hast und du musst ja die Platten, wenn du die nimmst, du hast ja die Platte, kniest und dann legst du hier die Platte in den Kleber. Du kniest ja nicht im Kleber. Das heißt, du musst die Platte so nehmen und so hinlegen. Mach das mal mit einer 120x120. Wirklich maximal. Das geht aber so sehr. Auf Rücken und Co. ist eine 80x80. Sobald die aber 12 mm hat, keine Chance. Jetzt gucken wir mal nach der Maßhaltigkeit. Ich lege den immer sehr gerne, aber wir lassen die Papa liegen. Zwei Fliesen mit Muster aneinander. Und sehen wir mal sehr gut. Gerade die Ecken sind immer wichtig. Hier sehen wir, in der Mitte ist es zusammen. Du hast außen trotzdem. Ne? Aber das ist minimal, das ist nicht viel. Ne? Das ist okay. Das heißt, wir haben jetzt hier schon mal durchgemessen. Ich hatte ja wie gesagt mit der ganzen gemessen. Gesehen, okay, da vorne haben wir 30. Ich schneide jetzt hier von der ganzen nochmal 17 cm ab. Ich hatte zwar erst 15 geschrieben, aber das passt doch wieder scheiße mit der Dusche. Also schneiden wir hier 17 cm ab. Somit rutscht das Stückchen hier, die 17 cm rutscht nach hinten. Das heißt, das hier ist dann unsere schöne Fliesenkante. Das heißt aber auch, was auch sehr wichtig ist, ist immer an Bädern, dass wir hier eine ordentliche Kante haben an der Dusche. Ja. Und wir können dann hier mit Ganzen weitermachen. Das heißt, wir haben da hier eine 60er wieder dran. Ja, relativ groß und hier relativ groß. Das ergibt sich dann halt so. Der Fußboden komplett eins ist, dass wir hier, wenn wir die Tür aufmachen, nicht auf einmal mit der Fuge hier ankommen und mit der Fuge hier ankommen. Das sieht nicht schön aus. Das heißt für mich jetzt Fliesenkleber anbringen. Wir kleben das mit Multistar. Multistar vom Bruderbund. Ne? Besonders geeignet für Großformat, was wir hier haben. Und hohe Ergiebigkeit. Warum steht hier hohe Ergiebigkeit? Weil es sind nur 15 Kilo. Hast aber genauso viel, als wenn du 25 Kilo Klebersäck hast. Das ist es einfacher für uns mit Wagen. Was du hier auch noch machen kannst, den kannst du mit dem Wasser einstellen. Du kannst ihn normal als Dünnbettkleber nehmen. Du kannst ihn als Mittelblatt- oder Fließbettkleber nehmen. Fließbett heißt wieder, du hast ihn relativ flüssig und kannst dann besser die Platten hinlegen. Wir sind ja eher im Dünnbett- oder Mittelblatt-Verfahren. Dünnbett hast du von 6 bis 12 mm. Und alles, was über 12 mm ist, ist dann schon Dickbett. Oder du kannst halt als Ausgleichsspachtel benutzen bis 20 mm. Also du kannst nochmal 2 cm irgendwas ausspachteln.
Zum Fliesenverlegen nehme ich rein für die Verlegung. Ja? Laser, der mir immer die Richtung vorgibt. Dann habe ich Achterzanke. Wir haben hier wirklich einen sehr, sehr guten Estrich. Eine gute Fliese, reicht ein Achter. Im Normalfall würde ich sonst einen Zehner nehmen. Klar, normal Entenlatsch. Dann halt mein Klebereimer, Wassereimer. Und hier in dem kleinen Bad nehme ich eine metrische Wasserwaage, reicht für Fußboden. Für viele ist wichtig noch Handschuhe. Ich mag das nicht mit Handschuhen, weil ich merke, wenn ich mich irgendwo vollgeschmiert habe, möchte ich es gerne merken. Nehme mir einen Schwamm, mach es wieder sauber. Hatte ich in den letzten Videos immer vergessen, weil ich Arschlag. Knieschoner. Warum Knieschoner? Ich knie ja fast den ganzen Tag. Dafür sind unsere Knie einfach nicht ausgelegt. Link zu den Knieschonern ist unten in der Videobeschreibung. Alles, was wir bei Amazon finden, weil da kann man einen Link reinpacken, packen wir euch unten rein und könnt ihr gerne angucken, kaufen, ne? Wie ihr wollt. Jetzt kommen wir zum Fliesen. Das heißt, Fliesenkleber auf der Fläche aufziehen, Kleber auf die Fliese hinten aufziehen, reinlegen, Nivelliersystem erklären. Weißt du, was Tobi hier reingeschmissen hat? Bestimmt gemacht, um mich zu ärgern. Jetzt nehmen wir uns das Verlegesystem. Das Verlegesystem ist von Goodyear. Zughauben für das Fliesen, für was? Fliesennivelliersystem, okay. Zuglaschen haben hier unten eine Sollbruchstelle. Und dann kann ich das, wenn ich das oben habe, geht jetzt hier ein bisschen schlechter, kann ich das oben dann einfach wegtreten. Das bleibt unten in der Fliese drin und das ist oben raus. Und das ist auch gleichzeitig unser Abstandshalter für die Fliesen. Das sind jetzt 2 mm. Durch das Drehen und Bewegen der Fliesen wird die Fuge etwas größer, also das ist links und rechts nicht dran, sondern steht ein bisschen ab. Und da haben wir dann gemütliche 3,5 mm. Ich weiß gar nicht, wie es vorgeschrieben ist, aber ich nehme bei der Größe 2, das reicht mir. Das auf jede Seite. Legt die einfach bloß hier rein. So. Jetzt schneiden wir die Fliese zu, kommt die daneben und dann kommen die Hauben drauf. Aber vorher wollte ich euch gerne noch was mitteilen. Mir ist nämlich aufgefallen, der Laser möchte, dass wir oben auch noch Fliesen verlegen. Genau in dem Kreuz. Hä? Okay, wir haben jetzt hier, ich nehme immer zwei Maße, einmal hinten 24,5. Und wenn der Laser stimmt, sind das auch 24,5. Warte. 25,5 und hier sind es auch 25,5. Genau, sehr gut. 5 bis 8 mm Luft, was wir an der Wand brauchen. Und wir haben 2 bis 3 mm Luft, was wir hier an der Fliese brauchen. Da ziehen wir insgesamt 1 cm ab. Ich hatte vorhin schon gedacht, ich habe es am Licht nicht gesehen. Hat kein Verlegefall, keine Verlegerichtung, also ist es egal, wie rum wir es anmachen. 24,5, ein Strich. 24,5, der zweite Strich. Jetzt haben wir meinen tollen Fliesenschneider. Der ist schon uralt. Den habe ich seit meinem zweiten Lehrjahr. Das darf ich nicht mal das machen. Immer noch ein toller Lehrer. Immer lernt er nie aus. Also als erstes haben wir an diesem Gerät verschiedene Sachen. Wir haben hier einmal, wie auch immer man das nennt, das Schiebeteil, um das Vitia-Rädchen über die Fliese zu machen. Hebel? Hebel, Schiebehebel, ja, Schiebehebel. Das ist wie ein Glasschneider am Ende. Das wird hier reingeschoben, kann man in der Höhe noch an der Fliese anpassen, wenn man das möchte. Bevor wir es aber schneiden, können wir hier noch an der Skala und an diesen Winkel, das ist für den rechten Winkel, aber der ist schon so alt, der macht nicht mehr wirklich rechten Winkel. Können wir noch einstellen, 24 cm, hier oben haben wir das Kabel drauf. Und das ist dann zum Brechen für die Fliese. Jetzt sagst du schon Brechen. Wir wurden ja auf Instagram gefragt, wie schneidet man Fliesen richtig?
rein theoretisch schneidest du diese ja gar nicht. Nein, richtig. Wir ritzen quasi wie beim Glas die Oberfläche an und brechen die Fliese. Wir können sie auch mit der Flex schneiden, das geht auch. Ist aber wieder nicht so schön, weil die Kanten nicht so schön werden. Das ist die Schnittkante vom Fliesenschneider. Und daneben ist die Schnittkante von der Flex. Ja, du siehst hier, bei der geht es sogar, aber hier, das hier, du machst viel mehr ausgeplatzt. Das heißt, wir haben jetzt die Schlichen gemacht und legen das jetzt mal rein. Wir setzen hier vorne an. Vom Kraftaufwand her ist es nichts weiter, wie wenn man jemanden die Hände schüttelt. Also es ist wirklich relativ leicht, einfach nur leicht drücken, anritzen. Das ist auch eine sehr glatte Fliese. Es gibt auch Fliesen, die sind etwas rauer, da brauchst du ein bisschen mehr Kraft. Vielleicht mit einem Finger nochmal so ein bisschen hin und her wechseln und gucken, was die Fliese macht. Die schneide ich jetzt hier zum ersten Mal. Okay, die klingt ein bisschen anders. Variante 2. Okay. Hat nicht funktioniert. Kommt auch vor. Oha, gefährliches Werkzeug. Also wenn die so brechen? Aua. Ja. So. Jetzt hat man schon gehört, ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr aufgedrückt. Vielleicht geht es jetzt besser. Ja, gucke. Das ging super schnell. Das ging super schnell. Du musst dann halt gucken, es ist wirklich jede Fliese anders. Jetzt weiß ich wie, so passiert mir das, wenn ich Glück habe, nicht nochmal. Hier brauchen wir die Schnittkante nicht anschleifen. Wir machen jetzt hinten bloß wieder Kleber drauf. Können die jetzt hier anlegen? Einfallen lassen. Ich drücke jetzt mit Absicht nichts runter, dass wir die Kamera hinlegen können, dass ihr seht, was uns die Zuglaschen bringt. Wir haben ja die Laschen. Auf die Laschen kommt die Schwarz. Die kommen so drauf. Und die hier sind dann zum Drehen. Da ist hier drin das Gewinde. Dann drehen wir das hier. So, wie das jetzt genau funktioniert, das sehen wir jetzt schön gemütlich an der Seite. Also, wir stecken die Schwarzen drauf. Da sind hier unten so eine Nasen dran. Die Nasen kommen genau hier rein, dass sich das hier nicht drehen kann. Weil es gibt auch Fliesen, die sind sehr kratzempfindlich. Und es gibt auch Systeme, da dreht sich das hier oben mit. Und das wollen wir nicht. Deswegen nehmen wir das. Das kann sich nicht mehr drehen. Dann kommt die Zuglasche hier oben drauf. Wie gerade eben schon gezeigt, ist ein Gewinde drin. Dann können wir das runterdrehen. Und dann sehen wir, dass hier sogar noch zu viel Kleber drunter ist. Super. Also, drehen wir es wieder raus. Und gucken mal, weil die habe ich vorhin schon, also die habe ich vorhin schon sehr gut angedrückt. Das wird hier noch ein bisschen drücken und dann herwichsen. Genau. Das können wir bei der hinten auch machen. Somit ist die Fläche schon wunderschön. Brauchen wir das nicht mehr. Eigentlich brauchen wir es jetzt nicht mehr, weil wir es jetzt rangedrückt haben. Das heißt, wir machen trotzdem das nochmal mit rein und ziehen das hier runter. So, jetzt haben wir hier eine schöne Kante. Genau das gleiche machen wir hinten. Fertig. Sehr gut. Und jetzt ist es schön zu sehen, dass wir eine schöne, schmale Fuge haben. Legen die Zehen hin und haben 2 mm Fuge. Sieht man auf der Kleber, der ist auch schön reingezogen und hinten genau das gleiche. Und das machen wir jetzt hier weiter. Die ist jetzt eigentlich ganz gut zugeschnitten, ist aber hier sehr straff. Jetzt sehen wir hier, dass die Ecke hier so ein bisschen rauskommt. Das heißt, entweder man macht sich einen Strich, dass man sieht, wo man lang muss. Das ist eine Knipex. Viele Leute, die mit Betonbau zu tun haben, werden die kennen. Die nehmen das zum Drahtrödeln. Ich nehme sie als Fliesenlegerzange. Ich setze es hier vorne an. Nur so halb. Und knack am Dings. Guck mal, ich kneife relativ leicht zu. Und dann ziehe ich es nach unten. Bei nur drücken bringt gar nichts. Wir brauchen eine Hebelwirkung und ziehen das so nach unten. Arbeiten wir uns ja so Stück für Stück vor, bis wir. Also, guck mal, ich habe auch keine volle Kraft. Ich bin nicht hinten, wo du volle Kraft brauchst, sondern ich bin eher vorne.
weil du mehr dieses zum Hebeln brauchst, um die Fliese vorne wegzunehmen. Ist eine Übungssache. Also nehmt euch eine Fliese, ein Reststück von mir aus, und dann übt erst das. Übt das erstmal, wie das funktioniert. Weil meistens ist es so, dass das am Anfang nicht klappt. So, jetzt packen wir die hier rein. Kleben wir hinten ist drauf. Rein damit. Wir haben schön Luft zur Wand. Uns passt. Ne? Hier Luft, da Luft. Schick. Da muss jetzt die Flaschen hier rein. Jetzt schneiden wir eine nochmal 33 und dann haben wir hier einen schönen Abschluss. Was ich euch nur zeigen möchte und muss, Verarbeitung dieser Kante. Weil die Kante muss jetzt geschliffen werden. Wir machen es mechanisch mit der Fleck. Geht natürlich auch mit dem Handschleifstein. Ich finde das aber hier das schönere Ergebnis. Das ist eine 200er Körnung. Muss die 200er sein, ja. 200er Körnung. Mhm. Diamantschleifband. Diamantschleifband. Ist ursprünglich dafür gedacht, um Naturschleif zu bearbeiten. Ich mache jetzt hier mal eine Hälfte. Dann kannst du die Kamera mal schön herhalten. Ich mache jetzt hier eine Hälfte. Und dann sieht man mal den Unterschied. Siehst du das? Hier ist. Warte, du hörst das. Fingernagel. Mhm. Na, da hörst du gleich, wo nicht geschliffen ist. Die Kante ist auch viel schöner. Ja, die merkst, am besten du merkst es mit dem Finger. Also Merkmal. Merkmal. Ja. Doch, du siehst es aber oben. Ja. Ja. Ich mache jetzt noch die restlichen Zugflaschen hier rein. Dann ist für mich hier in dem Bad Schluss. Wir räumen die Baustelle noch mit auf. Das finde ich immer sehr wichtig, weil heute ist Freitag. Am Wochenende kommt meist die Kundschaft, guckt sich alles an. Schön aufgeräumte Baustelle, sieht immer schön aus. Und ja, den Rest seht ihr am Montag. Bis Montag. Am Montag hat Daniel dann erstmal die 60x60 Bodenfliesen im Masterbad oben verlegt. Man sieht ja, die sind jetzt ein bisschen heller gehalten als die in der unteren Etage. Sieht auf jeden Fall auch sehr schön aus und ihr könnt euch jetzt mal angucken, wie schnell sowas eigentlich entstehen kann. Wir machen als nächstes die Dinger her. Und das funktioniert eigentlich relativ entspannt. Bin ja mal gespannt, ob ich es selber schaffe oder ob es andere schaffen, einfach die Dinger wegzuwaschen. Du meinst die vorderen? Ja. Die noch nicht absäulen? Genau, die noch nicht absäulen. Kann ich nämlich die Dinger rausnehmen und kann sie dann später, wenn ich sie wieder brauche, einfach wieder reinstecken und benutzen. Jetzt das Schöne, um das wegzumachen, brauche ich jetzt hier bloß ziehen. Mehr ist es nicht. Und das jetzt hier, zack. Aber für die Faulen geht das natürlich auch so. Man darf es aber ein bisschen sachter machen. Ne? Weil du willst ja. Und immer mit der Fuge treten, ne? Genau. Nicht gegen die Fuge, sondern nochmal mit der Fuge. Das Schöne ist jetzt, wenn wir jetzt hier mal gucken, durch die Verlegehilfe, ja, haben wir jetzt hier wirklich perfekten Fußboden. Mhm. Weil besser kannst du es nicht machen. Und es gibt ja viele, die schreien, oh, du machst die Fliese unter Spannung und hier und da und dort. Weil, guck mal hier drunter. Ich hatte jetzt das hier auch drin. Ja, klar, hier siehst du jetzt die Zahnung, das wollen wir gezogen haben. Aber du hast hier nichts, wo du das Hohl ziehst. Ja. Wenn du das Hohl ziehen würdest, würdest du das so hören, das würde so klingen. Ja. So muss es klingen und so wird es klingen. Ergießen, ich kann euch noch mehr erklären. Wisst ihr, was schwierig ist? Eigentlich für den Kunden schwierig ist. Wenn du dem Kunden sagst, haben sie sich schon eine Schiene rausgesucht. Nö. Was gibt's denn? Bringen sie mal ein Muster mit. Ein Muster hätte mir gereicht. Bringen Sie mal ein Muster mit. So. Das allein ist Auswahl an Quatic. Quatic finde ich ja wirklich die geilsten Schienen, die es gibt. Und das sind normale Abschlussprofile. Die kennt jeder, ne? Die gibt es halt auch in Plastik. So, und das ist halt. Ist teurer, sieht aber geiler aus. Bei der Quatic, das ist ja das Geile, dass es eine Pulverbeschichtete gibt, die farblich echt gut passen. Am meisten verbaut habe ich tatsächlich ATGB. ATGB, genau. Alu-Titan gebürstet. Wie sieht's so aus?
Und die passt doch wirklich zu jeder Fliese. Die passt hier dazu. Die passt aber auch hier dazu. Ja. Ist egal, von welcher Seite du guckst. Jetzt kommt ja hier. Ich mach das jetzt mal mit der. Hier wird ja jetzt die nächste Fliese rankommen. Das heißt, du siehst die Schiene immer von jeder Seite. Ja. Ne? Und der gleichen Größe. Das finde ich schön. Ich würde jetzt auch mal eine silberglänzende nehmen. Die hast du so. Da siehst du das von oben. Und dann siehst du das von der anderen Seite. Und so. Da finde ich das echt schöner. Wenn du so einen Würfel hast quasi. Genau. Würfel. Also du sagst jetzt, okay, ich möchte es sehr dezent halten. Ich möchte jetzt nicht so viel sehen davon. Von der Schiene, ich will, dass sie nicht auffällt. Dann kannst du wirklich nur sagen, du kannst jetzt hier die kleinen nehmen. Ne? Die hier. Mhm. Halt dann nur, sag ich mal, für hier zum Beispiel in der Farbe. Im Fußbodenbereich. Abschlussbereiche, wenn du jetzt irgendwas hast, dann immer Edelstahl. Weil du drüber gehst am Ende auch. Du gehst drüber, du wischst drüber, du hast andere Einwirkungen. Jetzt mal jetzt hier, schleppst du irgendwelche Salze und sowas ein. Das hast du im Bad ja nicht. Auf dem Fußboden eigentlich immer Edelstahl. Aber im Wandbereich brauchst du keinen Edelstahl. Vielleicht vollkommen anders.